ist, die hat gar nicht interessiert, dass ich Medic Also bis auf Seratrix hat hier keiner der Teilnehmer mehr stärker als ich. Tja, ist Seratix so stark, ja? Der hat glaube ich 70 oder so. Oha. Ich würde es mit Royce würde ich es aufnehmen. Wo hat der Typ schon ein Schwert her? Und eine Hose. Roy ist hier? Royce. Okay. Ey, ich weiß nicht, wie. Ich verstehe das nicht, ey. Bei uns hat das irgendwie alles viel länger gedauert. Kampfhunde. So unfair, Alter. Oh. Bright wird gewinnen, sage ich. Meinst du, Nee, Tairis wird gewinnen. Tairis ist Nein, nicht schlecht, Mann. Sag mal, wird der Seraphon nicht mehr aus, oder? Nelson! Hä? Wir machen jetzt ein OOC-Wette ums Recht. Wette mit dir, Bright wird gewinnen. Du Ja, vertust ich dich, bin du auch hast für Bright Bright. zwar schon viel beigebracht, aber das habe ich auch mal gedacht und der wurde von irgendeinem Schürfer plattgehauen. Pass Das war auf. ich! Bright wird gewinnen. Wer war Wir das? machen den Ich hab Seraphon, jetzt werde ich den nicht mehr loswerden. weggenutzt. Echt? Ja. Das war eine Aufgabe von Lagotas. Da hat er gesagt, such dir einen aus. Beziehungsweise Brei Nee, kam nee, nee, gerade. nee, 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 ich meine im Turnier. Ach so, nee, das war das. Dann war ich das nicht. Hose könnt ihr anbehalten. Ja, die haben wir beide die gleiche. Ich hab gerade mein Fell an, Alter. Ich will doch nicht 100 sterben, Brocken nicht auf meinen. Tairis. Twist ruft 50 Brocken auf Brei. Ja, gib's her! Hä? Ich wette auch auf Breik. Ich bin Ich zwar nicht auch. da, aber ich wette auf Breik. Slash schaut 50 Brocken auf Breik. Und Nelson! Ich weiß, was du gemacht hast in dem Kampf, gell? Hä? Ja, Vorwärtskombi. Die ganze Zeit nur die Vorwärtskombi, Nee, nicht Alter. ganze Zeit. Das eine Mal war ich dran, da habe ich dann links rechts durch das Bämpfer irgendwie stand er Ja. dann nur da. Und dann bin ich halt wieder zurückgegangen und da hat er eh noch diesen Einschlag gehabt oder Ich so. guck so zu und denk mir nur noch, dieses Arschloch. Ja, was ist denn an der Kombo so schlimm? Du siehst den letzten Schlag nicht und der teleportiert dich ein Stück nach vorne. Du siehst die letzten zwei nicht, wenn du die schnell Die letzten machst. zwei sogar, ja. Was hat Girion Hehe, gemacht? Girion spielt in einem dicken Beutel herum. So, ich habe jetzt mit Antron gewettet, dass Breik gewinnt für 50. Jason, ich steig mit Einhelm und 50 auf Tairis. Wieso wettet denn Jason jetzt auch mit, Alter? Ich wollte aber nur mit Breik, mit Mantron wetten. Hast du gehört, Nelson? Ach ja. Mach ihn fertig! Er wird dich blamieren. Oh, ich hasse diesen Ring-Sound. Ich sag's dir, Bright wird gewinnen. Gib alles! Ich hoffe. Bright muss gewinnen. Bright wird gewinnen. Was? Seratix hat 64 Stärke? Ich habe einen Stärkepunkt mehr als er. Na gut, dann habe ich hier die meisten Stärke. Bei den ganzen Teilnehmern. Zwei Kämpfer, Tairis, warum nicht Tairis, Tairis gewinnt. Nein, ich nein. glaube, Zack macht auch mit, oder? Nein, komm schon! Black Guy, Alter, gib ihn. Sie blockt, warte. Twist von wir dann Oh, halt. Scheiße, das mal. sieht nicht gut aus. Oh, das Ja, dann ist ein lassen wir uns guter beide bei Gleichstand. Klassik voll heilen. Ja, das ist ein guter Gleichstand. Hast du sie im. Ach, ihr habt sie mit dem Bogen im Dings. Nein, Drake verliert. Brei, Der komm schon, verliert. Er ist Mann! gut, der, ohne Hit. Ja, Drake Ja, wieder der richtig! scheiß Links-Rechts-Spam, Alter. Die stehen aber viel zu dicht beieinander. Bist ja auch gegen Zank oder irgend so jemand. Gegen Zank haben wir schon gewonnen. In einem Kampf, aber das war. Da hatte ich einen unfairen Vorteil, dass er nicht mehr zurückweichen konnte mit seinem Zweihänder und gegen eine Wand gelaufen ist. Ja, komm jetzt, ich will jetzt auch kämpfen. Ich und Seratix haben fast ungefähr gleich viel Stärke. Also Nelson, ich bin hier der von den Teilnehmern, der mit der meisten Stärke. Mach Spaß, würde ich echt machen, Zank. Ja,
Zengatus schreibt mir auch gerade durch seine Lecks wird's auch blöd, hab ich ihm geschrieben, ich werde aufpassen, dass wenn er leckt, dass ich nicht zuschlage. Zeron? Hä? Zank, Alexos und Karim machen wahrscheinlich auch mit. Erz, du Miske. Nee, Alter, Alexos, verpiss dich. Zank, ich will gegen Zank kämpfen. Ja, aber da muss ich gegen Zank kämpfen. Da muss ich gegen Zank kämpfen, hör auf damit, Mann. Ja, du hast ja schon mal gegen ihn gewonnen. Schaffst du easy. Ja, das war aber, da waren wir in der Hütte und er konnte nicht mehr zurücklaufen und ich stand genau vor ihm. Karim und wer? Och nein, okay, ich werde nicht ins Finale kommen. Alexis, du schaffst das schon. Alexis, wie viel Stärke hast du? Genug. Du hast, glaube ich, 76. Wenn ich rate. Wenn ich rate, hast du 76. Weil der ist. Nee, der hat weniger. Alexis hat weniger. Die Rose Axt braucht 70. Ja, und er hat genau 70. 71, ja, 72 gut. Vielleicht, aber er hat keine 76. Dann hat er 5 Punkte mehr als ich. Aber er hat mehr HP, Alter. Hohe Gilde gibt auch nochmal ein Level ab, oder? Ja. Es reicht aber auch, wenn du zum Beispiel Bandit und ein schwerer Bandit wirst, zählt das auch als hohe Gilde. Ach nein, Alter. Der war Bandenchef, aber ist jetzt leichter Söldner, der ist 100 pro Level 15. Alexis, du bist 100 pro Level 15, oder? Jo. Kann man denn 250 Leben haben, Mann? Ich hab grad mal 110. Doch hab ich keine 250. So, was? So, was? Okay, dann, okay, Alex, das ist doch RP Kuga, war das nicht der? Ja. Wie Karim einfach runterjumpt, ey. Ein Sumpf ist hier. Sumpfkraut! Welcher Sumpfleister? Sowas. Sowas. Oh, hoffentlich so. Muss ich gegen den. Ey, sag mal, lass den nicht mitmachen, Mann. Meinst du, der kämpft mit? Der muss mitkämpfen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Zenk. Ach nö. An die 80 rankommt. Ja, such nach Taran. Ja, der hat, glaube ich, über 80. Aber bei 2 Jahren hat er einfach rechts blocken mit Meister und fertig ist. Gewonnen habe ich. Was wir jetzt den Simpler richtig fertig machen, jetzt sind ich alle. Ich suche da. Den Banditen Taran, wo kann ich ihn finden? Oh, toll. Sie wissen, er ist nicht in der Taverne. Oh, Roy ist hier. Alles klar. Oh, die nehme ich kämpfen. Wo ist denn jetzt der Sumpf hier hin? Ich wollte nämlich jetzt hier im Moten, ich rieche Kraut. Lüge. Nein, da steht da unten. Karim sagt, Zuschauer 3 Stängel, Kämpfer 5 Stängel. Eintritt, natürlich. Geil, oh nein, Alexos, geh weg. Karim, geil. Meine Taktik, ich tue so, als ob du, wenn ich gegen dich kämpfen muss, tue ich so, als ob du irgendeinen Scheiße gebaut hast, dann verprüge ich dich vorm Kampf. Ach, Zeron, jetzt geht's los. Gegen mich kämpfe ich. Okay. Also, Alex, ich zieh jetzt wieder den Bogen. Es ist aber OC. Um die AP anzugucken. Alter, ich hab Alex mal umgekehrt, Alter. Was, du kämpfst gegen Gunnar? Ach so. Ja. Alex ist richtig der Penner, Alter. Gunnar, wie viel Stärke hast du noch? Denn Schulden sind Ehrenschulden, ne? Hm? 48. Oh, das wird unfair. Dann hoffen wir mal, dass du schaffst mit deiner Kombo mich umzuhauen, weil ich hab 65. Alle so stark hier. Ich hab, wenn ich heute einen Teach krieg, 25 grad wieder. Ich hab auch nur 32 Stärke. Du gehst jetzt auf Bogen, ne? Mhm. Aber ich habe auch nur 20 Decks, insofern. Wann braucht man 3 Teaches? Ab 40 oder 30? Ich passe auf deinen Armbus gut auf. Da kann ich leider nicht dagegen wetten, schmunzelt. Was ist das eigentlich für ein Monster da vorne? Welches meinst du? Nelson, verdammt!
Und hinten ist das Monster ja breiter als Alexos. Bei mir ist die voll schmal. Ey, Alexos! Ich weiß auch nicht, die übertreiben die gerade so ein bisschen. Warum denkst du, warum ich und Twist zu dir gekommen sind und haben gesagt, du wunsch Ork-Hexe, Alter? Nie brummt. Was? Wieso echt ist so breit? Gunnar brummt ja, also laut, ja? Schulter. Ah ja, geht so. Alter, what the fuck? Helmon riecht Kraut. Boah, ich hab so lange gegen Zank nicht mehr gekämpft. Und jetzt hat er viel mehr Stärke als ich. Das wird gleich ein spannender Kampf. Mann, ey, ich fliege immer in der ersten Runde raus. Oh, ich muss euch unter vier Augen sprechen, es eilt. Warte mal kurz, sag mal kurz, mein Game ist gecrashed, Alexis. Wie ist es sich hier alle umdrehen zu dem Sumpftyp, ne? User disconnected from your channel. Ist hier keiner, der sich umdreht? Ne, hier drüben bei mir schon. Drei Leute. Alle. Ich glaube, wenn ich jetzt verkacke, ich raus des Servers, dann hauen wir noch aufs Maul. User joined your channel. Komm jetzt online. Ja. Ja. Hey, Gunnar, du hast gute Chancen. Jetzt hab ich nicht mehr den Vorteil von der Rüstung. Wenn du mich öfters triffst als ich dich, hast du verloren. Ja, du machst deutlich mehr Schaden wegen dieser scheiß Leichen und hast mehr HP. Mhm. Palan mustert Zanks Gürtel. Wie Palan einfach hinter Zank kriecht, ne? Wie viel HP hast du eigentlich, Gunnar? 140 leider. Ja, hast noch 50, ich hab nur 50 HP mehr zu. Ja, das ist Spaß. Zank hat mehrere kleinere und einen etwas größere Beutel. Nee, und etwas größer. Ach, und etwas größer auch. So viele Eier hat er. Alter, ich bin Treehead. Palam versucht etwas Größeres zu nehmen. 35 von 60. Schafft er das jetzt? Der hat 60 Decks. Oh, get fucked. Nein, das war ein Stärkewurf. Ach so. Das war auch ein Stärkewurf. Ja, weil er die Großen genommen hat. Deckst du. Kriegt er jetzt auf den Sack. Aber vergiss nicht, Gunnar, deine Sicht auf F1 zu stellen. Wieso hab ich? Manchmal, wenn du sie auf F3 oder auf F4 hast, hast du standgelassen, kommst du wieder in den Kampf. Ja, das leckt dann immer übel. Ne, ich hab bei vielen Leuten, das hab ich immer auf F1. Mhm. Ich würde so lachen, wenn dieser wegkommt mit dem gelben Nebel. Sehr schlecht. Alter! Oh! 50 auf Gunnar. Na nice. Ah, scheiße. Wenn der jetzt 300 auf mich setzt, darf ich nicht verlieren. Gunnar, du kannst echt easy gewinnen. Ja, aber wenn du verlierst, ist peinlich. Okay, das war klar. Wir hatten jetzt hier Musik. Was war das? Schlag zu! So, den ersten Schlag blocken, links, rechts. Boah! Gunnar, machst du wenig Schaden, Alter. Du haust richtig ordentlich zu, Alter. Hättest du mehr Stärke, dann hättest du mich fertig gemacht. Und Gunnar hat verloren. Komm schon! Ah, das war kacke mit der Ecke. War knapp, hast gut gekämpft. Alexus. Ein Drecks viel weniger. Ich hab grad meine 50 Erz wieder gewonnen. Nice, so muss das sein. Siehst du, hast du noch was gewonnen? Ja. Server mag starke, mag keine schlechten Dinge. Wenn ihr es bei Alexis verkackt, wirft ihr euch raus, ne? Darfst du gar nicht. Und wie? Ich bin Wache. Und? Ja gut, hier, wow. Ich dachte jetzt jemand aus dem Lager. Nein. Ja, Turnier ist eh langweilig, wenn wir noch.
Alter, vor allem leckt das bei mir gerade total. Bei mir auch. Ja, der Server, der leckt allgemein. Hm. Ich habe immer so ganz kleine Nachhänger irgendwie. Beste Voraussetzungen für ein PvP-Event. Ja, Mann. Okay, mit Handicap. Ich laufe halt gerade bei mir mehr oder weniger auf der Stelle. Bekristallisieren sich halt diese wahren Junkies raus. Beim nächsten Kampf werde ich mal mit grinst. Mal schauen, wer kämpft, Leo. Auf die Kiste, Gunnar, auf die Kiste. Ach so, Vater. Ist extra eine Kiste gemacht worden. Ach so, ich dachte, die komischen Eichen sollen das verkehren. Nein! Oh, der hat sich einen Grund und Bogen gewürfelt. Mhm. Alexus, so Schwächling. Alexus, hätte sogar ich dir die klauen können. Ja, slash drop. So, wer ist jetzt dran hier? Twist, komm mal ran hier. Wer jetzt? Twist oder Twist? Twist? Ja, halt dein Tor, Alexus, Alter. Ich hab weil über Cassie 3 allein nicht klarkommen, das kannst du schon mal beweisen. Komm jetzt her. Soll ich von Cassie, Alter? Was hab ich mit der zu tun? Du willst doch einer werden. Soll ich von Cassie, von Quinn, du Lappen. Zieh das mal sein Schwert, Alter. Komm her jetzt! Soll ich ihr helfen? Soll sie mich immer befragen, dann helfe ich gerne. So. Soll ich ein bisschen auf Zeng schießen? Ja, schieß den an! Das juckt den wahrscheinlich nicht mehr bei den Grundstaaten, Alter. Die kämpfen ja nicht in Rüstung. Zero, das wird so sein wie bei Ragnar, dass die Strafen da schon also kling, 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 da geht der Schuss nicht durch. Oh scheiße, jetzt das ist Wunder. Perfekt. Ach man. Jetzt echt schon von dem wir handeln lassen. Hey. Tana hat meinen Platz angenommen. Wo ist denn mit dir hier? Ach, mit mir den ich die Luft weg. Ne. Vor allen Dingen, das ist so geil, wie er hier so läuft. Ne, hier so. Nein. Du hast angebracht. Echt? Ja. Jetzt nicht mehr. Guck nach rechts, guck mal aus und dann schnell. Mhm. Was? Zeron, Alter. Achso. Ach, den Söldnerrüstung oder was? Guck mal, Nelson, bitte. Ja, du klotzt auf Cassis Arsch. Ja. Macht er gar nicht. Helmon, was sagst? So, wer kämpft denn jetzt hier? Alexus gegen Zank oder was? Nee. Mhm. Ja? Alexus enttäuscht mich nicht. Ich wette nicht. Boah, ich hab Alexus. Zeng hat viel mehr Stärke als ich jetzt. Alexus dreht sich so wach, weil er keinen Schniedel hat, den ich nicht zeigen will vor der ganzen Menge. Wenn ich 10 AP hab, dann spring ich einfach über die Mauer. Alles klar. Machst du echt? Haben sich die Aussicht früher auch gedacht. Jetzt hängt die Armbrust, Baum, Alexus flick in den gegen die Holzwand, Alter. Festgenagelt. Zeron? Ja. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, müsste ich jetzt schon 5 Stimmen haben. Ja, also du hast durch den Kampf auf jeden Fall meine Stimme bekommen. Willst du Bandit werden, Gunnar, oder was? Ja. Ja, bei den Söldner wollen sie mich ja nicht mehr. Wieso wollen sie dich nicht haben? Wieso wollen sie dich beim Söldner nicht? Weil ich das Lazarett zerfickt hab. Du auch? Ja. Mit Toni oder was? Ich. Ah, ich dachte, das war Toni alleine. Nee, genau. Ich dachte schon, Rune würde ich jetzt nicht verarzten. Das dachte ich auch die ganze Zeit. Ja, ich hätte dich dann irgendwie. Ich hätte einfach meine Hose um dich drum gewickelt, weißt du? Hätte schon gehalten. Keine Sorge, ich hätte leere Reißsäcke geholt und dann wäre das schon gegangen. Drum rumgelegt, damit nichts wegläuft. Du glaubst gar nicht, wie viele Wunden ich schon mit Reissäcken verarztet habe. Weißt du? Ja. Also das Blut funktioniert dann wie Klebstoff und das haftet dann. Das ist voll hygienisch. Du bist halt so. Der Erste, der das hatte, diese schönen rauen Säcke, die da noch scheuern. Das war halt meine schlimmste Wunde, die ich hatte.
Alter, feiert mal jemand Alex zusammen mit der. Also ich meine, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder mich das machen lassen oder am Verbluten zu sterben. Alexos, Leovin. Schlag zu. Ich stehe hier scheiße, Mann, ich sehe hier keinen. Alter, Alexos, deine kleinen Handlanger sind alle für dich. Die Holzschürze sehen einfach so lächerlich aus mit Meister Anis. Oh, wer ist denn hier? Der Meister Anis. Los, Alexos. Ich will 100 Erste haben. Also geht los, ne? Alexos ruft, winkt Zeng zu sich mit der linken Hand. Alexos! Alexos, mach rechts blocken, wenn du an Zeng bist. Oh, Fanninger an! Spam rechts blocken! Alexos schon den ersten kassiert, Alexos verliert! Alexos verliert! Kackvogel! Kackvogel! Zeng! Jeder wurde durch ein Hit! Was, echt? Ja, Alexos, ist doch kacke, was er viel Stärke hat, da fällt man aber gleich um. Tauschi! Rechts blocken, du gewinnst! Schnallt mal bitte jemand Zeng ab! Alexos, komm schon! Los, Zeng! Wer hat gewonnen? Zeng! Aber Alexos, hast du gemerkt, wie gut rechten ist? Karin ruft, solche Kämpfe gibt es nur bei uns in der Arena. Ich schleich mich dann mal weg. Was hast du denn gesagt? Nein! Ich hab einen Block verkackt am Anfang. Ja, als du den nicht verkackt hättest, hast du es gewonnen. Du, rechts blocken ist das Effektivste, was du machen kannst bei den zwei Hintern. Wie rechts blocken? Das kann man wo auch noch beeinflussen? Als Meister ist der Schlagabtausch zwischen Rechtsschlag und dem Blocken so schnell, dass du so schnelle Schläge halt blocken kannst. Ich kann sogar die meisten da links-rechts spammen, wenn ich dann blocken. Kann man den Block steuern, links oder rechts oder was? Nein, einfach blocken, dann rechts schlagen. Ach so, meint er das? Beziehungsweise rechts schlagen, dann blocken. Ey, sag mal, ich hätte Zeng umgehauen. Dann zahl. Hört jeder, der ein bisschen fähig ist. Jason reicht Mantra in ein Viertelbeutel, da hast du. Oh, der ist aber sauer. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Bist du Werbung für Schnaps, Alter? Nö. Ja, mach mal. Sonst stelle ich mich an den Tisch. Alter, habe ich vorhin die ganze Zeit und da kam keine Sau. Ja, das machst du jetzt weiter, das musst du die ganze Zeit machen. Nach jeder Runde musst du was schreien. Nach jeder Runde, ja. Ich meine, ich kann ja auch, also so ist es nicht. Wenn du nicht machen willst, Swiss, ich übernehm's. Ja, schrei doch. Bei mir. Nee, Gott sei Dank muss ich nicht, da muss ich von dir die Einverständniserklärung kriegen hier. Aber dreifache Ausfertigung. Vergiss nicht irgendwann, ich komm. Jeden Tag wieder mit 2000 Brocken, gell? Nein, machst du nicht. Kannst du nicht, Mann, ich kann so viel kann ich noch nicht kochen, das geht nicht, das kann ich, wie soll ich dich da versorgen? Ich kann dir unter das Zeug, das teuerste, was ich kochen kann, ist, lass mich kurz gucken, für 23 den großen Eintopf. So, das kann ich dir aber auch nur vielleicht zweimal kochen, weil ich ja nur immer 10 oder 15 Fleisch habe. Dafür kann ich halt noch nicht genug kochen, weißt du? Wenn ich zum Beispiel die Biersuppe kochen könnte. Woher kennt Reus meinen Namen? Was? Das frage ich auch gerade. Das ist doch ein Minler, der kennt dich doch gar nicht. Ja toll, jetzt können wir nächste Runde gegen Zeng kämpfen oder was? Das wird jetzt ganz vergessen, also ich bin der Einzige, der es mit Zeng aufnehmen könnte. Aber dadurch, dass ich nicht so eine starke Waffe habe und ich so um ihn mit 5 Hits niederzutrocknen. Und du hast keine Range mehr. Ja. Ja, kannst das sowas mit Stachel kämpft, der einfach dreimal so lang ist wie so ein Holzquert, weißt du? Ja, und das kannst du so knicken, ich komm nicht mal an den Rand, der verpasst mir 5 Schläge. Zieh auch den Zweihänder. Ja, genau. Wenn ich eine Biersuppe kochen könnte. Was wäre gut. Oder ein Apfelpudding, dann könnten wir das mit den 2000 Erz vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber, also 1000 auf alle Fälle wahrscheinlich. Aber die 500 waren ja schon knapp, da hatte ich ja schon nichts mehr. Das können wir erst machen, wenn ich den Schlüssel für die Truhe habe, Mann. Weil das ist scheiße. Wenn du dann nämlich kommst und ich kann dir nichts verkaufen, dann
ist das nicht gut für meinen Job. Dann bringst du mich am Ende noch um meinen Beruf, Junge. Maxim, du verlierst. Wer ist Maxim? Ach, Helmut ist auch hier. Hallo, Helmut. Ja, hallo, hallo. Tandor. Ach, Tandor. Wirtkollege. Ja, ja. Mensch, Mensch, Junge hier, was ist denn los? Ich hab dich gar nicht erkannt. Ja, ich sehe auch so anders aus als in-game, weißt du? Was nee, ist? Ich meine jetzt stimmenmäßig. Wir haben doch schon mal gequatscht. Jo, das ist schon ein bisschen her. Stimmt. Wer ist jetzt hier? Seratix und? Wer ist der Nächste? Wer ist der andere noch hier? Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, wer hier kämpfen muss jetzt. Keine Ahnung. Seratix. Die wetten hier alle nur auf Seratix. Twist oder was? Nee. Twist, geh ich mir jetzt nach. Hm? Ach, du bist auch weg? Ich schau gerade, ob Roy noch in der Gegend ist. Roy? Ja, ich hab da noch ein paar alte offene Rechnungen. Was sind für offene Rechnungen? Naja, er war am Sumpf. Ich hab's nicht so mit den Sumpfleuten. Du glaubst ihn jetzt nur runter, weil er ein Sumpfler ist. Rassist. Ja. Kannst von mir aus emoten, dass dein Arsch blutet. Halt's Maul. Einfach den Maul. Gunnar gefällt das. Oh Gott. Was, oh Gott? Power him out. Oh Mord, nerv mich doch jetzt nicht. Hey Mann, hast du auch gekämpft hier? Nee, um Gottes Willen. Nee. Ich hatte eigentlich Lust gehabt, aber. Na, Lexus. Twist, an dem Baum immer oben rumgehen, da kann er abfliegen. Nelson, Mord kommt jetzt und will mit dir wohl reden, weil er Arbeit sucht. Was? Das ist also RP-Fuger hier. Hast du Nelson gesehen? Ich so, nö, also schade. Naja. Ich stell den Typ nicht ein, Alter. Da stell ich eher Michael wegen irgendwas ein. Aber wir brauchen im Moment doch nichts. Twist? Ja. Schon mal Silbers überfallen? Nein. Bist drauf? Gunnar, schon mal in der Bande gewesen? Nein. Lust drauf? Nein. Lust drauf? Ist die Bande wieder dicke mit dem Sumpf oder was? Was heißt dicke? Also, die dürfen, aber das. Eigentlich ist mir egal. Jetzt ist Taran ja Chef. Ich weiß nicht, wie der dazu steht. Mach ihn fertig. Wir kämpfen gegen. Wir kämpfen. Nicht Grave. Oh, Grave! Hat schon Hälfte AP, sie hat war voll. Karosch gibt mir bestimmt eine Empfehlung. Wenn ich Sumpf noch verkloppe. Oh, warum soll dir Karosch eine Empfehlung geben? Nein, Alter, warum lassen die Grave gegen Seratix kämpfen? Swiss, hast du dich gerade vertradet? Mach Zeron, schieß. Hä? Nein, ich hab von dir einen Reisschnaps gekriegt. Mach das für die Freiheit. Sehe ich hier gerade noch. Verdammt. Wer kriegt denn den? Jo, er hat mich vertradet, der geht an Mantron. Ja, sag ihm Bescheid, ich gebe ihn gleich. Ich bin hier gerade mit sowas drin. Kriegt er sofort. Aran, hier gehen wir jetzt. Nee. Ah, doch, das ist nicht. Gunnar, was hat Mia eigentlich alles gesagt? Mia? Eigentlich. Ja, hat mir gesagt, wenn hier nochmal ich was mit dem Lazarett mache oder irgendwie das Lager indirekt angreife, dann reißt ihr mir die Eier ab und zwar mit Wassermagie. Vor. Ist im Ernst? Ja. Wo gehen wir jetzt? Weißt du. Jetzt schon wieder im Sumpf. Zieh ich ihn aus dem Sumpf raus, dann ist nicht mehr im Sumpf. Guck da unten auf dem Feld, sitzt er.
Das hast du jetzt nicht gerafft. Hm? Das hast du jetzt nicht gerafft. Wie hab ich nicht gerafft? Mit der Fleischwanze. Da, der kann überfallen. Ach ne, das ist mad. Das ist bestimmt noch ein bisschen mad. Ich Vorarbeiter darf ich nicht. Alter, der musste ganz genau auf den Chat achten, ne? Dass du hier nichts verpasst, was? Ey. Ich dachte, du willst eh zur Bande. Ja. Warum darfst du nicht überfallen? Weil ich ja für Zeron arbeite. Und? Ah, Trist, wurdest du von Askeras gehört? Zeron hat mir verboten, Vorarbeiter und Bauern zu überfallen. Ich? Ja. Nee. Wer hat denn das gesagt? Zeron. Na sowas. Was? Ich komm mit Alexus. Achso. Sicherlich ja, werde ich dann euch hier im Lager was verkaufen. Seid ihr gewesen, entschuldigt. Der wollte mich auch so, aber ich bin gekonnt geflüchtet. Mit meinem Gardeschwert im Gepäck. Alter. Der hat halt schon gesagt, dass das ist ein schönes Schwert hast du da. Ist. Ja. Lass mal her. Dann habe ich dann gekonnt seine Klinge weggeschlagen und weggerannt. Moment. Die haben mich nicht getroffen. Hätten die mich gehabt, hätte ich immer durch das Schwert weggeworfen. Twist? Hm? Warum setzt du hier hin? Ich habe mal zu Cassiopeia hin. Was? Setz dich mal zu Cassie hin. Warum? Die setz dich mal hoch hier. Mich. Wann ist ja mit Zeron los? Was? Lilith? Ich will dich in der Arena kämpfen sehen. Wortblick zu Lilith? Das ist Lilith, glaube ich. Lilith? Wo ist Lilith? Oh Mann, warte, ich hab das gerade nur im Emote gelesen, warte mal. Die ist nicht online. Müsst ihr boxen? Meint der vielleicht diese Nackte da oder was? Nein, wenn sieht Lilith ja aus wie Jace. Wenn überhaupt. Ne, Lilith ist nicht online. Ich kenne Lilith nicht. War was Wichtiges? War Rice Lady. Okay. Ne, ich habe auch keine Ahnung, wer das sein soll. Und Lilith, ja, ist, Reis, und Lilith nein, ist der wahre Sensenmann. Richtig. Alle unfähige. Nö, du bist die Sensenfrau und ich bin der Sensenmann. Nein, sie ist der wahre Sensenmann. Da kannst du, so leid es mir tut, auch nichts machen. Und dann connecten wir unsere Sensen, dann sind wir die DDR. Alles klar. Also, Carlos, das ist auch.